Willkommen zurück zu Let's Play Deponia Complete Journey. Im letzten Part haben wir mit unserem Fluchtplan angefangen und sind jetzt weiter dabei, ihn durchzuführen, beziehungsweise unseren Kram zusammenzusuchen, um ihn dann durchführen zu können. Ja, ganz toll, Luftgitarre. Kammer. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Vielleicht können wir ja irgendwie mit dem Pömpel dran ziehen, weil das eine Brett war Wäre eine lose. Idee. Das da. Ha! So viel zur Mausefallen-Theorie. Oh Gott, ist das dämlich. Okay, aber wir probieren es mal. Am besten noch Zahnwasser drauf, um die Zahnbürste zu ködern, oder wie? Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Übrigens, ich weiß da die allerblödesten Rätsel noch, aber vieles auch nicht mehr. Zum Beispiel das mit dem Pömpel eben wusste ich tatsächlich nicht mehr. Ja, da Ich ich hätte jetzt die jetzt. Gabel aus versucht, die Gabel aus zu nehmen und dann in die Löcher reinzubekommen. Kann ich das überhaupt? Oh, das kann ich sogar. Toll. Mies. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Was stand da gerade? Mistige Memo und zickige Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Nervige Memo. Und die nervige Memo noch. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Hey, da können wir vielleicht da irgendwie uns Proviant herholen. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Den haben wir. Wir haben den Behälter. Wird zwar da ein bisschen mit Ölgeschmack sein, aber wurscht. Da sind Es sind scheinbar noch Wasabi-Nüsse, ein die paar schmecken doch sowieso nicht. Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Wir lassen das mal so stehen. Hey, das Sofa ist nicht mehr vollgekrümelt. Jetzt ist nur noch ein Sofa. Rufus' Frontansicht sieht übrigens unglaublich komisch aus. Ja. Spüle. Was? Wir haben uns Haben Sie den gerade. Topf mitgenommen? Ja. Was haben. Herdplatte, Sofa, Mantel und Kühlschrank ging's, Schau glaube mal ich, auch nach, noch. ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Gut, Sockenhammer. Dann, Kühlschrank. Hey, eine Socke. Jetzt haben wir drei Socken. Ja. Drei sind besser als zwei. Sagten die Liste? Zahnbürste und. Jetzt brauchen wir noch Zahnbürste. Proviant haben wir ja jetzt. Sockenhammer auch, Seitenschneider haben wir auch. So, das heißt, wir müssen jetzt nur noch irgendwie gucken, dass wir an die Zahnbürste kommen. Das heißt, wir brauchen irgendwas als Köder für die Falle. Aber womit ködert man eine Zahnbürste? Weiß ich doch nicht. Was haben wir denn schon? Keine Ahnung, wir versuchen. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Das war. Egal, ich hinterfrag's. Wasabi-Nüsse. Put, 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 komm zu Papa. Hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Das lasse ich mal so im Raum stehen. Ja, dann gehen wir wieder nach oben, weil wir haben ja jetzt alles. Koffer. Das wollte ich nicht. Es fehlt nur noch etwas Proviant, der Seitenschneider, warum auch immer, die Zahnbürste, ein paar Socken und das war's. Manuell reinlegen vielleicht. Ja, irgendwie schon, ne? Proviant.
Proviant? Check. Seitenschneider. Seitenschneider, warum auch immer, check. Okay, was war noch? Zahnbürste. Zahnbürste? Und die Socken dann noch. Zahnbürste, check. Die fügen wir mal zusammen. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Gut, dass du jetzt Ach so, überhaupt wir haben nicht... drei verschiedene. Brauchen ein paar. Gut, dass er jetzt überhaupt nicht wie ein Idiot aussieht, ne? Vielleicht kann man die ja waschen. Erklärt den Herd. Heiß waschen, dann färben sie aus, dann haben wir weiße Socken. Oder violette, je nachdem, welche Farben wir zusammenschmeißen. Grün und blau ergibt Türkis. Wir lassen das mal so im Raum stehen und probieren es einfach mal. So, oder dann, gelb und blau, dann haben wir grün. Das heißt, wir müssen jetzt theoretisch den Topf mit Wasser auf die Herdplatte stellen. Und den Ofen irgendwie anzünden. Ja, Schweißbrenner. Wenn was drin ist mit dem Schweißgerät. Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Es ist nichts drin. Das wäre ja auch so. Wir Socken verbrennen, wir brauchen nur zwei. Nee, wir verbrennen die Memos. Achso, die haben wir noch dabei. Okay, dann nehmen wir die. Das Papier. Und rein damit. Zu mehr taugen die eh nicht. Jetzt anzünden? Nice. Dann werfen wir mal kurz die Socken da rein. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Aber da fehlt noch was. Waschdingensmittel. Ja. Haben wir nicht Waschmittel? Haben wir tatsächlich. Hammer. So. Tu mal blau und gelb, wenn ich will was ausprobieren. Blau und gelb. Ja, und nicht den grünen. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, ja. Das ist tatsächlich Kochwäsche. Weißt du, wie man diese Dialoge wegklickt, die man schon mal gehört hat? Rechtsklick, glaube ich. Okay. So, und jetzt? Rausnehmen. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Ach, mit nee! Der Gabel. Ja, mit der Gabel. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Sockenpaar. Ein Glück haben wir nicht die grüne reingeschmissen. Ja. Das wusste ich nicht, das war Zufall. Dann marschieren wir jetzt wieder nach oben, weil ich glaube, das hier können wir einfach mal stehen lassen. Wir sind mal so dreist. Ist ja nicht unser Haus. Nee, ist das von Toni. Unsere Ex. Und rein damit. Socken, check. Ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Ich würde mal sagen, Captain Obvious sagt der Seitenschneider. Weil der war sowieso, der stand sowieso schon immer zur Debatte. Aber gerade weil es so obvious ist, na komm, nee, Mann. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Okay, Wette abschließen. Wette abschließen. Wie lange dauert es, bis wir den Seitenschneider brauchen? 3 Minuten? 5? Ich sag, beim nächsten Screen. Das gibt eine Zerrung. Beim nächsten Screen, den wir nicht mehr zurücken. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Was hast du das letzte Mal ausgesagt? Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu... Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Okay. Ich muss einmal kurz die Musik...
ein wenig leiser drehen, beziehungsweise, nee, ich lasse ich mal, aber ich drehe mal die Sprache wieder etwas rauf. Ich habe gerade irgendwas Geistreiches sagen wollen, hab's aber vergessen. Okay. Wir gucken. Ach ja, genau. Wie kriegt man einen ganzen Tuss ins Ohr? Keine Ahnung. Wir machen mal die Kapsel auf. So, und wohin jetzt damit? In das Staufach. Das Staufach ist zu. Dann Dann mach's halt. mach's auf. Rufus, Pliss. Ich fürchte, mit Schweißgerät kommen wir da nicht weit. Ein Von an Schraubenzieher. vielleicht einfach, versuchen wir's mal. Das war auch zu einfach, ne? So, und nun? Achso, da passen nicht Batterie unten rein. Geht doch. Ja, und jetzt die Batterie. Moment mal. Ups, das wollte ich gar nicht. Das ist doof. Sitz. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Ich hab doch gesagt, wir brauchen einen Schraubenzieher. Nehmen wir Dann den. holen wir mal einen. Ah, Okay, Poki. Sitz abschrauben, dann können wir vielleicht da die Batterie hin tun. Erstmal Poki. So, nachdem wir uns jetzt durch die ersten Hürden und das Kofferpacken gepuzzelt haben, können wir auch gleich schon nachspielen, wie Rufus seinen ersten Fluchtversuch in Richtung Elysium raus aus dem Müll startet. Und ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch gleich mal Rufus zu fragen, dieses Ziel Elysium. Wir haben uns halt immer gewundert, beziehungsweise wir haben auch viele Kommentare von unseren Spielern bekommen. Ist das eigentlich wirklich was für dich? Ich meine, dort ist doch alles sauber und aufgeräumt. Also mir hat man das so, ich war ja nie dort, wie du weißt. Mir hat man das so erklärt, wenn man Deponia mit Berlin vergleicht, dann könnte man Elysium eher mit München vergleichen. Also es ist deshalb so aufgeräumt, weil immer Leute aufpassen, die einem sofort auf die Glocke hauen, wenn man irgendwie einen Bleistift fallen lässt oder eine Zigarette ausdrückt. Ich glaube, das wäre was für mich, so überwachungsmäßig. Ich glaube, das entspricht mir sehr, aber ich war ja nie dort. Ich kann mir das auch nur vorstellen. Also ich glaube, ich würde Elysium ganz gut tun. Ich bin vielleicht der kleine Haufen Hühnerscheiße auf dem Hühnersalat, der dem Ganzen die richtige Würze gibt. Ich meine, jetzt, wo ich das so sehe, das weiß der User ja gar nicht, was man da durchmachen muss. Also an dem Tag war es wahnsinnig heiß. Das sieht ja aus wie ein kühler Frühlingsmorgen, wo gleich Sekt gebracht wird oder so. Also wir hatten den ganzen Tag, das muss ich jetzt mal sagen, wir hatten den ganzen Tag überhaupt kein Catering und es waren 67 Grad, so gefühlt. Und nee, es war grässlich. Also ich wundere mich, wie nett das aussieht. Ich muss sagen, da hat uns hier der Wetterdienst ein kleines Schnippchen geschlagen. Es weiß ja niemand, dass die Aufnahmen zu dieser Szene halt genau in den Zeitraum des großen Kachelmann-Prozesses fielen. Und uns wurde nämlich gesagt, dass es da in dieser Szene Regen geben sollte. Und tatsächlich ist es so, und das ist jetzt tatsächlich ein ganz harter Fakt, dass ich ursprünglich geplant hatte, diese Szene im Regen zu drehen. Das heißt, wir kommen später nochmal in den Raum zurück im Spiel. Und da sollte dann so langsam der Regen des Morgens quasi verschwunden sein. Aber ich habe auch tatsächlich gerade neulich noch ein altes Charakterdesign von der Toni gefunden, die hier in diesem Raum steht mit einem dicken Ölregenmantel in so einer Pfütze und halt komplett zugeregnet ist. Und der Glimmstängel, den sie ja immer charakteristisch im Mund hat, halt auch schon ganz durchweicht und nach unten hängend aussieht. Es gibt so ein Foto, wo Doris Day so ähnlich ausschaut. Das fällt mir dazu ein. Ja, der Charakter Toni ist ja auch, aber den lernen wir ja jetzt später kennen, aber der ist ja auch grob an Doris Day angelehnt. Weiß Wissen ja nicht, auch ob die du das Wesen. wirklich alles erzählen möchtest, was du jetzt verrätst, aber ist ja nicht meine Sache. Ja. Er ist Doris Day. Keine Ahnung, ein Charakter aus Whispered World? Nee, das Spiel kenne ich. Egal, wir wollten den Sitz abschrauben. Richtig. Machen wir das mal. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Aber wie hält sie dann? So, Batterie an der Schiene montieren. Wo soll ich sitzen? Auf der Batterie! Er schraubt den Sitz ab, weil er sagt, er braucht ihn nicht und fragt sich danach, wo er denn sitzen soll. Ernsthaft!
Vielleicht schauen wir uns nochmal ein paar anderen Screens um. Ja, wir können ja nochmal Wenzel anlabern. Vielleicht hat der irgendeinen Tipp. Hey Wenzel, was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Ja, weißt du sonst noch was über den Organon? Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Ja. Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Du bist sicher traurig, dass du nicht mitkannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Wohin bloß mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme. Klar musst du das. Noch was? Das haben wir jetzt gefragt. Machen wir hier weiter. Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphäre. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Gut, haben wir das auch geklärt? Kurz mal was zwischenrein. Ich habe gerade mal gegoogelt. Also, wir haben anscheinend keine Allgemeinbildung. Doris Day ist eine sehr bekannte Schauspielerin aus Ohio. Ah. Dann. Von der ich persönlich finde, dass sie mit Toni keinerlei Ähnlichkeit besitzt. Ja, dann gehen wir mal in Tonis Haus, ne? Mhm. Gab ja noch zwei Screens, die wir nicht abgeklappert haben. Ach so, das ist ja unser Haus. Ich bin ja bescheuert. Wir gehen da wieder raus. Okay, in diesem Fall gibt es noch einen Screen, den wir nicht abgeklappert haben, nämlich im Erdgeschoss. Wie im Erdgeschoss? Na, da wo der Mantel hing, war doch noch eine Tür. Ach ja, stimmt. Weil hier hat es ja nichts mehr. Doch, die Bedienungstafel von der Harpune. Aber egal, gehen wir erstmal nach oben. Ach stimmt, Harpune ausrichten müssen wir auch noch. Ja, nee, wir versuchen erstmal die Sache mit dem Sitz hinzukriegen. Weil wir müssen ja sowieso beides machen. Eben. Ein Briefkasten. Eine Chilischote. Autsch, heiß! Toni hatte eine sehr scharfe Chilischote. Geschmack, was Blumen anbetrifft. Mhm. Haben wir einen Handschuh? Nein. Hm. Vielleicht kommt vielleicht noch.
quatsch schon mal den hier an. Der hat Handschuhe. Hallo, Hanek. Hi. Na, Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Kurzer Funfact. Entschuldigung. Krantig, speit Feuer. Eine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. So, jetzt. Und zwar, der steht ja in dieser Absperrung. Ja. Weil der Schatten aber ein bisschen komisch ist, habe ich eben, also die letzten Male, als ich ihn gesehen habe, immer geglaubt, dass der an einem Tisch hockt. Nee, ich sehe jetzt, dass das eine Absperrung ist. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schiefgehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich muss mal ein paar Tipps holen. Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organonkreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Nee, abgesehen davon, dass es aufgrund der Unwucht sehr intelligenter wäre, eine kürzere Kette zu benutzen. Auf solche Kleinigkeiten verzichten wir hier mal. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob? Ich hatte mal einen. Und er war auch ganz bequem, bis ich den Schalter gefunden habe. Ich frag mal nicht weiter. Ich krieg das schon hin. Sicher. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Gut. Gut, dann würde ich sagen, den Sitz mit Batteriefach, dessen Schalter wir besser nicht betätigen, suchen wir im nächsten Part. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. I'm gonna go get some.